Du bist Profi in deinem Fachgebiet und möchtest dein Wissen noch mehr Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen? Mit einem Online-Kurs kannst du genau das tun, ohne persönlich anwesend zu sein. Erstelle Kursbereiche mit mehreren Lektionen komplett zeitgesteuert und in deinem Design. Ich bin Adriana von Elopage und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Für einen Online-Kurs arbeiten wir im Reiter Produkte. Du siehst hier bereits einen Beispiel-Online-Kurs, den wir uns als erstes anschauen werden. Der Produkttyp Online-Kurs ist gut an dem kleinen Icon mit der Absolventenkappe zu erkennen. Schauen wir jetzt in den Online-Kurs rein. Du findest hier die Links zur Produkt- und Bezahlseite des Kurses und kannst diese dann zum Beispiel auf deiner Website einbetten oder im Anschluss an ein Beratungsgespräch direkt an Kundinnen und Kunden schicken. Auf der Produktseite siehst du alle relevanten Informationen zum Produkt: Name, Preis, Bild, Beschreibung und auch das Inhaltsverzeichnis des Kurses. Durch Klicken auf Weiter zur Kasse kommst du auf die Bezahlseite. Auch diese hat alle relevanten Informationen, die zum Kaufabschluss notwendig sind, also Beschreibung, Preis und Zahlungsoption. Jetzt gehen wir in den Bearbeitungsmodus des Kurses und sehen hier schon die verschiedenen Reiter, die du dir nach und nach durchschauen solltest. Im Reiter Produktdetails findest du allgemeine Informationen zum Kurs. Beim Online-Kurs musst du Zugang und Dauer des Kurses festlegen, also wie lange deine Kundinnen und Kunden Zugriff zum Kurs haben sollen. Das machst du am besten direkt am Anfang. Jetzt gehen wir zum Inhaltstab, quasi das Wichtigste des Kurses. Ich empfehle dir, während du am Kurs arbeitest, die Vorschau zu öffnen, um gleich einen Eindruck zu bekommen, wie der fertige Kurs aus Perspektive deiner Kundinnen und Kunden aussieht. Wir sehen hier eine Kursübersichtsseite mit den einzelnen Menüs und können von dort in die einzelnen Lektionen reinspringen und die Inhalte sehen. Über die Buttons kannst du zu den nächsten Seiten navigieren oder auch direkt im Menü auf der linken Seite. Das hellgrün hinterlegte sind die einzelnen Module, also quasi Kapitelüberschriften ohne Inhalt, die zur Gliederung dienen. Und darunter befinden sich die Seiten, also der Ort, an dem der Inhalt des Online-Kurses liegt. In der Bearbeitung sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Auch hier haben wir in grau hinterlegt die einzelnen Module und darunter die Seiten mit den Inhalten. Auch die Willkommenslektion ist eine einfache Seite mit Inhalt. Wenn du auf den Page-Builder-Button klickst, kannst du den Seiteninhalt bearbeiten. Der Page-Builder ist ein Baukastenprinzip, das heißt, du kannst verschiedene Bausteine hinzufügen und anordnen. Zum Beispiel eine Download-Datei und diese Datei dann von deinem Computer oder deiner Mediathek hochladen. Je nachdem, welchen Baustein du angeklickt hast, öffnet sich rechts ein Menü, in dem du zum Beispiel Buttonfarben oder Schriftarten einstellen kannst. Außerdem kannst du die verschiedenen Blöcke hin und her schieben und nebeneinander anordnen. Dementsprechend solltest du dir, bevor du in die Erstellung deines Kurses gehst, den Aufbau deines Kurses überlegen und zum Beispiel in einem Word-Dokument festhalten, wie der Kurs gegliedert sein soll und welche Inhalte auf welche Seite sollen. Außerdem solltest du dir eine einheitliche Schriftart und Farben überlegen und kannst dann einzelne Seiten auch kopieren, um dich daran zu orientieren. Ab dem Advanced-Plan hast du die Möglichkeit, bei Seiten Drip-Ins, Event-E-Mails, Quiz und Awards hinzuzufügen. Ein Drip-In ist die zeitgesteuerte Freischaltung einer Seite, die zum Beispiel ab Kaufdatum 5 Tage beträgt. Erst nach diesen 5 Tagen können Kundinnen und Kunden dann den Inhalt der Seite sehen. Begleitend dazu kannst du Event-E-Mails einstellen, die zum Beispiel bei einem Drip-In oder einer absolvierten Seite rausgeschickt werden. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, deinen Kurs mit E-Mails zu begleiten, ohne ein weiteres E-Mail-Marketing-Tool zu verwenden. Mit dem Quiz kannst du den Lernfortschritt deiner Kundinnen und Kunden überprüfen und nach jeder Seite die gelernten Inhalte abfragen.
Und als letztes hast du die Möglichkeit, Awards zu vergeben, zum Beispiel nach einem bestandenen Quiz oder einer abgehakten Lektion. Der Award kann ein Zertifikat sein oder auch ein anderes Produkt, welches du deinen Kundinnen und Kunden nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs schenken möchtest. In diesem Kurs ist bereits ein Online-Kurs-Theme hinterlegt. Themes kannst du ab dem Pro-Plan erstellen und hinterlegen. Ich entferne das Theme jetzt, um dir zu zeigen, was sich im Kurs ändert. Wenn wir wieder in den Kurs schauen und die Seite neu laden, siehst du, dass sich das Layout geändert hat und wir uns im Vollbildmodus befinden. Außerdem kannst du jetzt das Menü an der Seite nicht mehr farblich anpassen und auch die Buttonfarben nicht ändern. Es gibt keine Kursübersichtsseite mehr, ansonsten funktioniert der Kurs aber genauso. Das Theme erstellst du unter Produkte, Online-Kurs-Themes. Hier haben wir das bereits erstellte Theme, über den Button rechts oben kannst du ein neues Theme erstellen. Du kannst dasselbe Theme auch in mehreren Kursen gleichzeitig hinterlegen. In der Bearbeitung deines Kurses kannst du zum Beispiel Buttonfarben und Schriftarten ändern, festlegen, ob du eine Kursübersichtsseite und ein Banner möchtest und die Seitenleiste, also das Menü, farblich anpassen. Wir erstellen nun gemeinsam einen Online-Kurs. Dazu klickst du auf Produkt erstellen und wählst den Online-Kurs. Du wirst gebeten, einen Produktnamen, eine Beschreibung und ein quadratisches Produktbild hochzuladen. Als nächstes folgt der Zahlungsplan, damit du dein Produkt auch verkaufen kannst. Ich stelle den Kurs erstmal auf kostenlos. So, dein Produkt ist erstellt, beziehungsweise die Hülle des Kurses steht. Aber wir bauen hier einen Online-Kurs, einen Produkttyp, der von seinen Inhalten lebt. Du siehst jetzt wieder den Bearbeitungsmodus mit den verschiedenen Reitern. Im ersten die ganzen Angaben, die wir gerade gemacht haben. Also lass uns direkt zum Inhalt wechseln. Auch hier empfehle ich dir, sobald du deine ersten Menüs und Seiten angelegt hast, die Vorschau zu öffnen und so direkt zu sehen, wie das Endergebnis aussieht. Über den Hinzufügen-Button kannst du ein neues Menü oder eine neue Seite anlegen und diese jeweils direkt veröffentlichen, damit sie in der Vorschau sichtbar sind. Die Seite kannst du rechts unter das Menü schieben, dann ist sie inhaltlich darunter angeordnet. Auch hier kannst du wie vorhin über den Page-Builder Bausteine hinzufügen und bearbeiten und zum Beispiel aus deiner Mediathek ein Bild hochladen. Schauen wir uns nun direkt in der Vorschau an, was ich gemacht habe. Es gibt noch kein Kurs-Theme, aber die Inhalte, die ich der Seite hinzugefügt habe, sind direkt sichtbar. Auch hier kannst du ein Theme auswählen und dann hast du die Möglichkeit, bei den einzelnen Menüs quadratische Bilder für die Kursübersichtsseite hochzuladen. Wenn ich jetzt den Kurs neu lade, siehst du direkt die Veränderung durch das Kurs-Theme und die Übersichtsseite mit dem Bild, das ich gewählt habe. Das war nun der Inhalt. Wie bei allen anderen Produkten auch, solltest du auch beim Online-Kurs ein Bezahlseiten-Template wählen oder erstellen, eine Beschreibung einfügen, einen Preis und eventuell über Conversion-Tools nachdenken. Als letztes werfen wir noch einen Blick auf das Tab Auslieferung. Auch hier kannst du deine individuelle Kaufbestätigungs-E-Mail mit Informationen zum Login für deine Kundinnen und Kunden schreiben. Der bereits darin enthaltene Weiter-Button enthält einen dynamischen Link. Das heißt, der Link leitet zum Login und fordert Kunden, je nachdem, ob sie bereits ein Elopage-Käuferkonto mit Passwort haben oder nicht, entweder auf, ein neues Passwort zu erstellen oder sich wie gewohnt einzuloggen.
Diesen Link solltest du also nicht entfernen. Du kannst aber noch detailliertere Login-Anweisungen in der Auslieferungs-E-Mail geben. Das heißt, der Kurs ist jetzt schon fertig und ich kann ihn direkt kaufen. Ich empfehle dir unbedingt, einen Testkauf durchzuführen, um einmal die komplette Kundenerfahrung zu testen. Drip-ins, Quiz und Kursfortschritt sind nämlich nur in der tatsächlichen Kundenperspektive einsehbar. Ich öffne also die Bezahlseite des Kurses. Der Kurs ist ja noch auf kostenlos gestellt und deshalb kann ich ihn einfach kostenlos erhalten. Nutze dafür am besten die E-Mail-Adresse deines Elopage-Anbieter-Accounts. Nach dem Kauf lande ich auf der Danke-Seite mit Bestellübersicht und, wenn der Kurs nicht kostenlos wäre, hätte ich hier auch die Möglichkeit, meine Rechnung bereits herunterzuladen. Durch den erstmaligen Kauf eines Produkts wurde automatisch ein Käuferkonto erstellt. Da dieses auf dieselbe E-Mail-Adresse wie mein Anbieter-Account läuft, kann ich zwischen beiden Accounts über den Button rechts oben hin und her wechseln. In meinem Käufer-Account sehe ich jetzt also den Kurs, den ich gerade gekauft habe, und wenn ich in den Kurs gehe, sehe ich das Menü und die Seite, die ich gerade erstellt habe. Außerdem kann ich Seiten als erledigt markieren und so meinen Kursfortschritt beeinflussen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und es hilft dir dabei, aus deinem digitalen Business mit Elopage etwas ganz Großes zu machen. Falls du Fragen oder Feedback hast, lass uns gerne einen Kommentar da oder kontaktiere uns direkt.